reisen schneller als das Licht. Wir kennen das aus Science-Fiction-Filmen wie Star Trek und so weiter. Eigentlich haben wir ja alle in der Schule gelernt, dass nichts schneller sein kann als das Licht. Dennoch sind Forschungsteams weltweit dabei, Flüge mit Überlichttempo genauer zu erforschen und vielleicht bald sogar zur Realität zu machen. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle spannenden Facts dazu. Ist der Warp-Antrieb physikalisch gesehen realistisch? Und wie weit ist die Forschung zu diesem Thema? Herzlich willkommen bei Klicks und Science Fiction. Ja, und wie ihr bei WhatsApp dabei sein könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Die klassische Physik und noch konkreter Einsteins Relativitätstheorie erlaubt die Idee eines Antriebs mit Überlichtgeschwindigkeit einfach nicht. So viel steht fest. Doch die Regel, nichts ist schneller als Lichtgeschwindigkeit, gilt für eine Sache nicht, nämlich für die Raumzeit selbst, also die Grundmatrix des Universums. Hier gibt es diese Obergrenze nicht und das bedeutet, ein Warp-Antrieb wie in Star Trek könnte vielleicht doch funktionieren, denn das Universum dehnt sich mit Überlichtgeschwindigkeit aus. Bleiben wir also mal bei dem fiktiven Beispiel eines Raumschiffes, denn durch den Warp-Antrieb wird eine lokale Verwerfung in der Raumzeit erzeugt. Konkret bedeutet das, dass die kosmische Grundmatrix vor dem Schiff gestaucht und hinter ihm jedoch wieder gedehnt wird. Ein Stern, der also zunächst hinter dem Schiff lag, ist dann Lichtjahre entfernt. Ein Stern, der dagegen weit vor dem Schiff liegt, der ist plötzlich in Reichweite. Verantwortlich dafür ist die Kompression der Raumzeit. Mit dem Raumschiff passiert dabei sehr wenig. Es bleibt zu seiner lokalen Raumzeitmatrix gesehen unbewegt und schwimmt quasi auf der Welle der Raumzeit mit. Das Tolle daran, die Passagiere bekommen keine Probleme mit G-Kräften und auch Einsteins Gesetze bleiben unberührt. Stellt euch das mal vor, wir könnten schneller als das Licht sein. Das wäre wohl eine der größten Entdeckungen überhaupt. Und nicht nur in Science-Fiction-Filmen, sondern auch in der realen Forschungswelt gibt es theoretische Überlegungen zum Warp-Antrieb schon. 1994 gab es dazu ein Modell, in dem der Warp-Antrieb ein Raumschiff 10-mal schneller als die Lichtgeschwindigkeit macht, erdacht von dem Mexikaner Miguel Alcubierre. Doch dafür notwendig ist eine lokale Raumzeitverwerfung und das kostet eine Unmenge an Energie, unfassbar viel, so viel nämlich wie die Masse des Jupiters gespeichert hat. Um das zu umgehen, könnte man den Warp-Ring allerdings in Donutform entwerfen und ihn in Schwingung versetzen. Diese Idee kam einige Zeit später von einem NASA-Physiker. Doch hinzu kommt ein weiteres Problem, denn man wüsste nicht einmal, wie man die Raumzeit konkret dehnen und stauchen könnte. In dem Modell von 1994 war von einem Raumschiff mit exotischer Materie die Rede, dass man mit negativer Masse umgeben müsse, denn die würde dann gegen die Gravitation angehen. Doch wie genau soll sich so eine negative Masse, wie soll die aussehen, wie soll sie entstehen? Fragen, auf die es bisher keine Antworten gibt. Dazu kommt, eine tolle Reise stünde uns dann nicht in Aussicht, denn in einem Warp angetriebenen Raumschiff wäre man komplett vom restlichen Universum abgeschnitten. Eine Kommunikation mit dem draußen, die wäre unmöglich. Ja, soweit die theoretischen Überlegungen, aber es gibt auch schon Experimente zum Warp-Antrieb. Harold White beispielsweise meinte vor einigen Jahren in seinem Experiment den realen Warp-Effekt nachgewiesen zu haben. Den oszillierenden Warp-Ring stellte er mit einem Hochspannungsringkondensator nach. Mit einem Laser-Interferometer wollte er tatsächlich eine Verformung der Raumzeit registriert haben, und zwar um ein 10-Millionstel. Derselbe Forscher war es auch, der vor 3 Jahren den sogenannten EM-Drive getestet hatte. Das steht für Electromagnetic Drive und heißt ebenso viel wie elektromagnetischer Antrieb, quasi eine Art elektromagnetisches Perpetuum mobile. Und auch hier will White Warp-Anzeichen entdeckt haben. Konkret bastelte sein Team einen hohlen Metallkegel, der ein Mikrowellenfeld enthielt. Die Mikrowellenphotonen kollidierten mit der Metallwand und erzeugten White zufolge einen winzigen Schub und verformten somit gleichzeitig auch ein wenig die Raumzeit. Doch als andere Forschungsteams das Experiment wiederholten, konnten seine Messergebnisse nicht bestätigt werden. Zudem sprechen sie gegen alle bislang bekannten Regeln der Physik und so fasst die NASA die ganze Sache relativ nüchtern zusammen. Zitat: Science-Fiction-Autoren haben sich viele Arten von interstellaren Reisen vorgestellt, aber schneller als das Licht zu reisen ist derzeit einfach imaginär. Der Warp-Antrieb wird für die absehbare Zukunft weiterhin ein Traum bleiben.
Ja, und falls es uns irgendwann doch einmal gelingen sollte, würde das die ganze Wissenschaft auffühlen und neue Theorien wären dringend notwendig, denn dann würde unser komplettes Verständnis des Universums Kopf stehen und vielleicht passiert dann auch das, was in Star Trek vorhergesagt wurde. In dem Moment, in dem wir den Warp-Antrieb erfinden, nehmen Außerirdische Kontakt zu uns auf. Es bleibt also spannend. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Warp-Antrieb und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp und zur Begrüßung gibt's ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Fast wie Warp-Antrieb, Antrieb ohne Treibstoff. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.